So, ihr habt euch da draußen immer gefragt, wer ist denn der beste Charakter? Mit was soll ich starten? Soll ich mit dem Druiden Barbaren starten? Soll ich als Zauberer starten? Oder vielleicht als Jäger? Beim Was ist das Beste? Maxwell.gg habt nämlich die Möglichkeit reinzugucken, was sind denn die besten Sachen für das Endgame. Endgame Tierlist. Und da seht ihr, es ist natürlich das höchste A, B, C, D, E, F und so weiter und so fort runter. Und ganz unten seht ihr schon bei F, ja, Fireball Source. Also der Fireball oder der Feuermarker ist hier der schlechteste momentan. Und was ist denn momentan das stärkste? Und zwar der Wirbelwind. Barbare. Einer der stärksten Skillungen, die man machen kann. Und damit auf jeden Fall auch einer der stärksten sozusagen im Endgame. Danach kommt direkt natürlich der Jäger, meine lieben Freunde. Was ihr hier definitiv auch seht. Unten in der Beschreibung habe ich es euch auf jeden Fall nochmal verlinkt. Das ganze Video findet ihr auch auf jeden Fall definitiv auf eurem YouTube-Kanal Gebrüder Games, falls euch das interessiert. Und ganz, ganz wichtig hier nochmal, dann kommt der Druide und dann kommt der Necromancer. Ist sehr, sehr interessant. Ja, in der Reihenfolge sozusagen findet man die besten, ja, Endgame-Charaktere. Was mich ein bisschen stört ist, was ich ein bisschen schade finde, stört mich nicht direkt, ist, dass dann irgendwann in Tier A irgendwann der Zauberer kommt. Und zwar genau den Zauberer, den ich die ganze Zeit schon gespielt habe. Jetzt einmal zu dem Eiszauberer gewechselt bin. Natürlich sind das hier alles nur Beispiele. Mein Zauberer ist natürlich immer anders aufgebaut. Anderes Leveling, anderes ja, Skalierung sozusagen mit den Elementen. Aber hier auf jeden Fall ist es sehr, sehr ähnlich, den ich gerade sozusagen spiele, bloß ohne den Feuer-Extra-Damage. Und das sozusagen der, ja, Mage, den ich am Ende denn wahrscheinlich haben werde, so von der Skillung, genau das gleiche, wie ich es am Anfang schon gebaut habe. Aber hier auf jeden Fall Maxwell.gg, meine lieben Freunde, habt ihr nochmal die Tierliste. Dort könnt ihr euch gerne ein Bild raussuchen oder ihr baut selber ein Bild und könnt diesen dann hier mit reintun und dann wird der von der Community gewertet.